So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet alle ausreichend Zeit, um euch ein frisches Getränk, ein paar Snacks und gegebenenfalls einen Besuch auf der Toilette, falls nötig, zu gönnen. Und wir sind wieder da und machen mal weiter. Und jetzt lüfte ich mal das große Geheimnis, wer uns da eigentlich als Unterstützung heimgesucht hat. Und zwar habe ich mal aus der Liste von Ich möchte zur Raumstation und es sind Skills, die ich brauche und gegebenenfalls, wenn das nicht möglich war. Mit, es gibt Skills, die ich brauche bei der ist mir egal Einstellung. Das ist ja mein Pool, den ich immer dann nehme, wenn niemand explizit dahin möchte. Das heißt, es hat einen Vorteil und einen Nachteil. Man ist immer an zweiter Stelle erst, wenn es jemanden gibt, der explizit dorthin will. Aber man ist natürlich für alle Orte bereit. Und daraus hat sich ergeben, dass der Landing Crew und der Wildhawk als Wissenschaftler mit auf die Station kommen. Der Hastur wird uns als Engineer unterstützen. Hallo Hastur, sehe, du hast das auch gerade schon gesehen. Diana wird als Biologin auf der Station arbeiten und Medic Kerman wird als erster Medic mal testen, wie das mit den Medics ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das mit den Medics ist und ich dachte, wir testen das am besten mal in der Umlaufbahn. Da ist es nicht so weit weg, weil, ne? Wenn es weit weg ist, ärgerlich. So, das sind unsere neuen Kerbals und was wir jetzt machen auf unserer Missionsliste, wir gucken mal von unseren aktiven Missionen. Wir haben jetzt einen Touristen zur Raumstation zu bringen und wir haben die Crew zur Raumstation zu bringen und genau das werden wir jetzt mal tun. Die Scans jeweils sind am Fortschreiten, also sowohl Kerbin als auch der Mond sind bei 14% angekommen. Das heißt, je mehr wir jetzt spielen, umso besser wird das. Und wir müssen uns jetzt eigentlich nur eine Rakete bauen, die es in den Orbit schaffen kann und andockt, um die Kerbals abzuliefern. Und wie ich es befürchtet habe, habe ich natürlich noch nicht irgendwelche passenden Teile. Echt, jetzt kann ich nicht irgendwie für irgendwas Wissenschaftspunkte kriegen. Ekelhaft. Ich will nicht mit diesem Salamanderpot fliegen. Ich hasse den Salamanderpot. Niemand möchte den Salamanderpot benutzen. 107 Wissenschaftspunkte. Okay, ich muss mir eingestehen, dass ich den benutzen muss. Na gut, also fliegen wir Salamanderpot, denn wir lieben den Salamanderpot. Wenn man sich das nur fest genug einredet, ist es bestimmt auch so. So, das ist jetzt unser Space Station Zubringer. So, mit dem fliegen wir zur Space Station und ich würde sagen, wir halten uns da auch mal offen, mit dem Ding notfalls wieder eintreten zu können. Das heißt, das bekommt so eine, wie soll ich das nennen, Notfallschlussstufe, mit der man halt auch wieder zurück kann. Das heißt, ich papp da drei Fallschirme dran, dann können zumindest zwei Kerbals sich retten. Ho, 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 ho. Ja, könnt ihr dann auskämpfen, wer das sein darf. Das heißt, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal drei Fallschirme mit, damit das potenziell auch klappt später mal mit dem Wiedereintritt. Und wir nehmen uns, damit das auch klappt mit dem Wiedereintritt, ein Hitzeschild mit, damit man das Ding theoretisch zumindest landen könnte. Gut, und ja, ihr werdet es bereits vermutet haben, man braucht natürlich für das, was wir jetzt hier vorhaben, einen Dockingport. Ich nehme aber immer die Konstru. Ich hatte mir jetzt, also ich hatte mir das durchgelesen. Es ist halt so, diese Dinger und die anderen Dinger sind zueinander nicht kompatibel und damit wir mit Konstruktionskram arbeiten können, habe ich halt gesagt, ich nehme die Construction Ports. Das heißt, ich nehme jetzt immer die Construction Ports, damit die immer zueinander passen. So. So. Was, wie, ich? Wer ist ich? Ich stelle mich. The Medic ist Medic Kerman dein Kerbel? Oder. Wäre witzig, wenn ich zwei Zuschauer tatsächlich getroffen hätte, die jetzt gerade zugucken. Vielleicht sind ja auch noch mehr mit dabei. Ich weiß nicht, von wem die jeweiligen. Also, Hastur war relativ klar, aber ich habe keinen Schimmer, wer Wildhawk ist. Landing Crew ist auch klar, habe ich auch schon mal gesehen. Diana weiß ich nicht. War ein weiblicher Kerbel. Ach, Medic, das ist tatsächlich deiner. Ja, dann Hastur und Medic schon mal Gratulation beim Zuschauen. Und die anderen, wenn ihr die Aufzeichnung seht, falls ihr jetzt nicht mit dabei seid, dann euch natürlich auch Gratulation. Und der Rest von euch Geduld, wir fliegen noch an viele Orte. So, jetzt kommen wir aber mal zum wir müssen irgendwo hinfliegen Part. Also, wir machen hier mal zack, orbitale Rakete. Und orbitale Rakete kriegt, wie viel teurer ist das große Triebwerk? 1300 versus 390. Einfache Antwort, sehr einfache Antwort. So. Also, das ist unsere Oberstufe. Haha, Oberstufe. Und wir nehmen. Was ist das denn? Power Splitter. Power
Power Station. Ach, das ist dieses Surface Experiments Zeugs. Ja, witzig. Das hatte ich mal vorgestellt, glaube ich, im Modding-Mittwoch. Vor gefühlt 300 Jahren. So, dann machen wir hier und hier ein Solarpanel ran. Und hier eine Batzi. Damit das Ding ein bisschen durchhält. So, jetzt müssen wir nur einmal gucken noch, wo liegt jetzt der Masseschwerpunkt? Dort. Das heißt, wir werden uns die Manöverdüsen. So hoch wie möglich an das Teil ranpacken. Und dann nehmen wir uns noch RCS-Pods mit. Zack. Die versenken wir aber aus Optikgründen. So. Die Construction Ports kann man später verschweißen, dass die wie eine feste Verbindung sind. Die kommen halt bei USI, ist es, glaube ich, mit. Genau. Ja, Chefingenieur und Chefarzt auf der Raumstation. Also bildet euch mal nicht zu viel darauf ein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier tue. Eigentlich ist es, je eher man drankommt, bei meinem ersten Lauf zu gucken, was USI eigentlich kann, umso gefährlicher ist es eigentlich, wenn wir mal alle ehrlich zueinander sind. Denn er weiß nicht, was er tut. Das tut er wirklich nicht. So, zack. Ohne Atmosphäre sind das schon 4300. Das ist eigentlich auch schon wieder völligst übertrieben. Lass mal ein bisschen kleiner gehen. So, 3,3, jawohl. Und dann machen wir nochmal einen Coupler hier ran und geben ihm einfach eine Startstufe mit einem Skipper und das sollte dann eigentlich reichen, um uns nach oben zu bringen. Jawohl, das sieht doch gut aus. 4,8 reicht locker. Es gibt noch ein paar Hobby-Booster einfach mit dazu, weil ohne Booster finde ich fetzt das halt nicht. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Booster sind halt einfach Kerbal Space Program. Das ist. Ah, ich wollte nicht die großen Decoupler. Wir nehmen heute mal kleine Booster, aber wir nehmen Booster. Ohne Booster findet das hier überhaupt nicht statt. Außerdem haben wir ja auch sonst keine Thrust-Weight-Ratio von 1,5. Haben wir auch so nicht, aber egal. Yay! Booster. So, Booster, check. Dann können wir die hier zum Heaviest Part autostrutten. Autostrut zum Heaviest Part. So, und dann brauchen wir Funk. Wir sollten Funk einfach aus Prinzip mitnehmen bei solchen Sachen. Und wenn es nur das kleine Kommutron ist. Obwohl ich finde diese Klappantenne eigentlich total sexy, ne? Komm. Wir machen die Klappantenne. Kann man die denn schön hinbauen, dass sie nicht stört? Ja, genau. Über den Dockingport. Hervorragend. Oh, oder wir machen sie einfach. Ja! Machen sie hier ran. Dann kann man sie später aufklappen. Pass auf. Wupp. Wahrscheinlich reißt sie uns beim Wiedereintritt dann eh ab. Aber das ist egal. Da brauchen wir sie dann auch nicht mehr. Gut, Flossen nicht vergessen. Gott, ist das Teil hässlich? Ja. Deshalb möchte ich auch eine andere Dings haben. Aber solange wird hier mit dem gearbeitet, was wir haben. Und das ist nun mal dieses wunderschöne Gefährt. Und jetzt hätte ich gesagt, packen wir hier noch eine kleine Startrampe ran. So. Also, wir haben Fallschirme. Wir haben noch keinen Life-Support, fällt mir gerade auf. Das sollten wir vielleicht noch korrigieren. Das steht nämlich auf meiner Checkliste. Essen, Habitation, Strom, Staging und ein Fallschirm. So, wir sollten also noch ein bisschen, zumindest ansatzweise, über Life Support nachdenken. Ja. Lasst uns ein bisschen Life Support mitnehmen. Ach so, da fällt mir aber auch gerade auf. Ich habe mir das alles ein bisschen zu einfach gedacht, weil ich habe jetzt ein Rückkehrmodul gemacht. Hahaha. Und ich hier schön am Rumlabern, was ich alles nicht brauche. Ich muss
tatsächlich ein bisschen eine größere Rakete bauen. Ich will ja viel mehr Leute hochbringen. Fällt mir mal gerade so ein. Ha. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Das ist gar nicht so einfach. Lass uns den Hitchhiker nehmen. Zack. Ja. Sehr schön. Also nochmal anpassen. Also so wird ein Schuh draus. Wie man das bewegen kann. Ach nee, Hitzeschild hatten wir schon. So. Zack. Oh ja, und unsere Rundumleuchte haben wir auch vergessen, ne? Ich bitte euch, Dankeschön für die Erinnerung. Rundumleuchte ist sehr, sehr wichtig. Die kommt direkt hinter die Antenne. So, Space Polizei ist fertig. So, jetzt können wir theoretisch alle reinsetzen. Lass mich mal kurz durchzählen. Also, wir müssen mitnehmen den Landing Grew, den Wild Hawk, den Hastur, Diana, Medic und einen Turi. Verdammte Axt, das reicht immer noch nicht. Außer natürlich, wir lassen einen von den Verrückten das Raumschiff fliegen. Machen wir das ohne Pilot? Wie experimentierfreudig bin ich heute? Wahrscheinlich nicht so experimentierfreudig. Ich versenke mal heimlich noch einen Probe Core in dem Teil. Einfach damit es ein paar mehr Steuerungsmöglichkeiten gibt und ich SAS habe. Hihihi. Komm mal jetzt. So. Das müsste nämlich eigentlich reichen, dass wir trotzdem wild kontrollieren können. So. Zack. Keiner was gemerkt. Da ist überhaupt kein Probe-Core unten drunter. So, jetzt aber. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen größer mit der Rakete, weil ich ja das Ding irgendwie auch dahin bewegen muss. Jo, da ist das kleine Triebwerk nämlich schon durch. Sehr gut. Okay. Das erübrigt sich dann auch vieles mit der Diskussion, warum ich eigentlich so wenig brauche. Weil ich hatte im Kopf eine viel größere Rakete, aber das war deswegen, weil ich vergessen habe, die ganzen Sitze einzubauen. Für das ganze Personal, was wir da hochschießen wollen. So, zack. Und nächste Stufe. 5-3 ist schon ein bisschen viel. So viel wollten wir dann doch nicht, weil da kommen noch Booster ran. 4-6, jawohl, dann packen wir da noch Booster ran. Dann ist gut. Dann ist auch schon gut. So, jetzt muss ich natürlich gleich nochmal die ganze Checkliste durchgehen, aber sicher ist sicher. Lieber auf Nummer sicher, als sich den Hals zu brechen. So, brauche ich die großen? Wahrscheinlich schon von der Leistung her, ne? So, zack, zack. Dann können wir die ein bisschen runterregeln. So, kommt ja noch ein bisschen Gewicht dazu. Wir brauchen Aerodynamik-Hütchen auf den Boostern. Wir brauchen Autostrutting zum Grandparent-Part. Genau, dann wackelt da nichts. Autostrutting zum schwersten Part und Autostrutting zum Root-Part. So sollte das theoretisch alles halbwegs halten. Gut, RCS kommt gleich noch. Ja, muss ich ja natürlich auch wieder anbauen. Ich muss alles wieder anbauen. Das ist Live-Support, alles. Alles, alles. So, erstmal aber die Flossen. Flossen sind wichtig. So, jetzt kommt, ich fange mal vorne an mit der Checkliste. Als erstes kommt Strom an die Kiste wieder ran, damit wir Strom haben und nicht mitten in der Fahrt einfach stumpf sitzen bleiben mit Strom leer, alle. So, das wäre nämlich nicht gut. Dann brauchen wir Batterien. Und ja, ich sehe, dass das nicht symmetrisch ist, aber es ist halt so. Ja. Batterien. Zack. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz nochmal hier den tun. Ja. Okay, das heißt, wir können unsere Control Truster wieder relativ mittig anbauen. Zack. Und dann gibt es auch wieder Tanks dafür.
So, wir kriegen heute auf jeden Fall eine Crew auf die Raumstation. Das lasse ich mir heute nicht nehmen, das machen wir heute. Auf jeden Fall fertig. Und was heißt denn hier auf jeden Fall? Ja, RCS, ich docke auch durchaus mit RCS. Das muss ja nicht immer Ausnahmezustand sein. Und wir wollen hier heute schließlich einen Touristen hochbringen. Da soll das schon so wirken, als ob wir das professionell machen würden. Weil wenn der Touri den anderen Touris, den reichen Säcken, auf der nächsten Party erzählt, dass wir hier unprofessionell arbeiten würden, dann haben wir ein Problem, meine lieben Freunde. Dann haben wir ein ernstzunehmendes Problem. So, jetzt gucken wir mal von der Snackbox her. Eigentlich ist ja Essen auf der Station. Ich würde jetzt mal gucken, ob uns nicht eine Fressbox einfach reicht. Wir müssen ja nicht lange durchhalten. Das ist mit. Sind schon alle drin? Sind schon alle drin. Ein Tag, 4 Stunden. Das reicht eigentlich locker. Wir wollen ja nicht lange rumfliegen. Batterien ist egal. Habitation ist super. Das können wir gleich als neues Modul so lange auch benutzen. Solange das funktioniert. Ja, sehr schön. Quasi unser Reservemodul. Mit Rettungskapsel. So, Fressbox ist dran. Essen haben wir. Habitation egal und ist auch okay. Strom haben wir. Staging checke ich gleich. Fallschirme sind auch dran. Kerbals sitzen die richtigen drin. Ich speichere das Ganze mal. Ich mache das hier zu und jetzt checken wir das Staging. Also, wir zünden als erstes das und das. Gibt uns atmosphärisch gesehen 1,5. Jawohl, dann kommen die Booster weg. Dann trennen wir ab und zünden das nächste Triebwerk. Und dann trennen wir ab und fliegen die letzte Stufe zurück nach Hause, falls es dazu kommen sollte. Und die Batterien sind nicht zu kurz, weil erstmal läuft ja unser Triebwerk noch, das erzeugt Strom. Und wenn wir das Triebwerk aushaben, haben wir hier zwei Solarpanels, die wir dann, und jetzt kommt meine krassomatische Action Group zum Einsatz, mit der Bremse ausfahren werden. So. Sehr schön. Gut, also Bremse ist unser Ausfahrdings. Dann kommen jetzt noch einmal die Dinger hier. So. Und ja, man kann RCS Fuel natürlich auch nutzen, um Treibstoff nach unten zu drücken, ist aber hier bei Kerbal Space Program ohne Realism Overhaul zum Glück nicht nötig. Da kann man einfach losfliegen und den Antrieb anmachen. Gott sei Dank. Bei RSS mit RO sieht das ein bisschen anders aus. Da braucht man tatsächlich Anpressdruck. Gut, und ich würde sagen, ich gucke nochmal sicherheitshalber, ob ich echt die richtigen Kerbals mitgenommen habe. Und ich glaube, wir müssen gleich nochmal dran denken, dass wir ein bisschen Werkzeug mitnehmen, fällt mir gerade ein, für den Engineer. Einfach nur, um sicher zu gehen. What the fuck ist das denn alles? Habe ich schon wieder irgendeinen Mod nachinstalliert? Ein Schraubenzieher. Jopp. Nee, aber das ist, glaube ich, für dieses Bodenbauzeugs. Ein Akkuschrauber. Eine Utility Wrench. Davon kann man jeweils ruhig zwei mitnehmen. Wer weiß, wann man die mal braucht. Und ein bisschen extra Monopropellant. Ha, verrückter Kram. Sprengstoff nehmen wir nicht mit. Eine Cardbox-Box. Warum auch immer. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Wir können noch zwei Ersatz-Solarpanels für die Raumstation mitnehmen. Haben es ja bekanntlich immer besser als brauchen. Und zwei Batterien kommt. Naja, eine Batterie. Okay, gut. Dann haben wir ein bisschen Ersatzzeug. Und dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt zur Raumstation und erfüllen den ersten Auftrag des Abends. Also den wir wirklich erfüllen, weil die anderen tickern ja noch vor sich hin. Wir bemannen unsere Raumstation mit einer Crew von mindestens 2 Personen. Aber wir kommen natürlich direkt mit 6 Leuten angeholzt. Und haben auch einen Touristen mit dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber der Tourist, der muss doch irgendwann wieder zurück. Ja, ich gehe davon aus, wir kommen da auch mal wieder innerhalb der nächsten Tage vorbeigeflogen. Da würde ich den Touristen dann in einem anderen Raumschiff mitnehmen. Das lasse ich als Rettungsraumschiff da. So, wir stellen erstmal Sicherheit her, bevor hier gestartet wird. So, unsere Rakete ist vorbereitet. Staging passt. SRS an und wir machen uns auf den Weg in Richtung.
Orbit. Achso, wir könnten aber noch mal gucken, wann diese blöde Station kommt. Das sieht gar nicht schlecht aus. Gutes Timing, würde ich mal sagen. Wieso kann ich die jetzt nicht als Ziel auswählen? Wahrscheinlich, weil sie. Ja, warum eigentlich? Ich will die gerne als Ziel auswählen. Aha, man muss so auf den Rand klicken. Sehr schön. Okay, wenn sie auf 400 Kilometer ist, werden wir unseren Start hinlegen. Und auf 125 Kilometer kommt sie vorbei. Von der Höhe her. So. Okay, jetzt ist so langsam unser Startfenster erreicht. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung der unbemannten Raumstation, um sie zu bemannen. Und auf geht's. Wir sind unterwegs mit der ersten Crew für unsere Raumstation und einem Touristen. Und ja, das Licht im Pod ist uns schon in der letzten Mission aufgefallen, dass das nur so semi-gut ist, um es mal nett zu formulieren. Okay, also unsere Rakete geht steil nach oben. Sieht gut aus. Ich korrigiere schon mal für einen ganz leichten Anfang des Gravity Turns. Noch machen wir da aber nichts, sondern lassen erstmal die Booster ihre Arbeit tun und uns schön nach oben tragen, während ich Sprit spare, damit nachher unser Triebwerk noch ordentlich was leisten kann. Denn das Raketentriebwerk steigt jetzt natürlich von der Effizienz mit jedem Meter, den wir nach oben schaffen, weil die Atmosphäre dünner wird. Deshalb benutzt man übrigens Feststoffbooster, weil die erstmal auch nicht perfekt brennen, aber das Triebwerk halt entlasten, initial Schub durch die dicke Atmosphäre geben, wo die Triebwerke, die auf höhere Luftschichten und später dann natürlich auch aufs Vakuum optimiert sind, je nachdem, was man so hat, bessere Effizienz haben. Zum Beispiel bei der Falcon 9 ist es so, dass auch tatsächlich die neun Antriebe, die in der ersten Stage drin sind, sind anders konfiguriert. Das sind alles Merlin-Triebwerke, aber das Merlin-Triebwerk auf der zweiten Stufe ist anders konfiguriert als das auf der ersten. Oder die neun Stück auf der ersten. So, jetzt kommt Booster Sap. Wir gehen auf Vollschub und hauen unsere Booster weg. Und jetzt muss ich mich mal langsam um Gravity Turn kümmern. Sonst wird das ein bisschen arg knapp. So, wir sind schon auf 95 Kilometer Höhe angekommen. Also die Booster haben echt ihren Job ganz gut gemacht. Auf 125 Kilometer müssen wir. Und das Problem ist jetzt, dass wir wahrscheinlich viel zu früh ankommen mit dem Winkel, den ich hier gerade fliege. Deshalb versuche ich jetzt mal direkt unsere Nase weit nach unten zu ziehen. Das scheint auch ganz gut zu klappen soweit. Ohne dass wir irgendwie einen Flip hinlegen. Gut, unsere Nase ist knapp über dem Horizont. Das sieht gut aus. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Intersect hinbekommen, der es würdig ist, ein Intersect genannt zu werden. Dafür halte ich uns erstmal jetzt tatsächlich unterm Horizont, damit wir möglichst wenig noch steigen. Und wir brennen jetzt langsam aber sicher unser Rendezvous ran mit der Raumstation. Von der Inclination her sieht es gar nicht schlecht aus, aber nicht perfekt. Da müssen wir ein bisschen nach Süden runter. Jawohl, das reicht auch schon. Okay, sehr schön. Okay, und jetzt müssen wir noch ein bisschen flacher gehen. Sonst wird das nichts. Also ich korrigiere jetzt gerade mit den Manövern schön unsere Aufstiegshöhe, indem ich mit dem Horizont als Anhaltspunkt arbeite. So, das sieht gar nicht schlecht aus. So, 35,5. Jawohl. Jetzt lasse ich uns langsam ein bisschen steigen. Denn wir müssen ja auf über 125 Kilometer, also das ist die Periapsis mit 125 Kilometern Höhe. Das heißt, wir müssen noch höher. Jetzt kommt er sehr gut näher, sehr gut näher, sehr gut näher. Jetzt kommen wir auf eine sehr gute Annäherung raus. Jawohl. Jawohl, das wird gut. Sehr schön. Guck mal, wir kriegen die Raumstation direkt mit einem Treffer von 1,4 Kilometer. Wir waren kurz auf 1,3. Sehr schön. Also, wir sind in einem direkten Anflug und wir haben auch in unserem Haupttriebwerk noch einen schönen Schub drin, den wir rausknacken können, um einmal zu beschleunigen. Dann kommt das kleinere Triebwerk, da ist es nicht ganz so schön, aber hey.
Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. So, und unsere Rakete ist jetzt im Orbitalmodus konfiguriert. Das heißt, unsere Solarpanels sind raus. Hilft uns jetzt natürlich mitten in der Nacht relativ wenig. Aber die Sonne ist gar nicht mehr weit von uns entfernt. Wir müssten fast schon da hinten. Ja, da kann man schon den Anfang des Sonnenaufgangs erkennen. Also, schöner Treffer. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil wahrscheinlich da auch schon unser Ziel kommt. Ja, da ist es auch schon. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das war jetzt ein bisschen viel Gelaber.